Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 6. So, ich habe beide Türen, die ich gesucht habe. Einmal die mit den beiden Edelsteinen der Beschreibung, wegen unserem Dolch mit den zwei Edelsteinen. Und diese schwarze Schaufeltür, wegen unserem Schaufel- bzw. Pickschlüssel. So, ich hoffe mal, dass jetzt hier der Pickschlüssel passt. Daumen drücken, weil sonst ja, wird so langsam dünn über Dinge, die mir noch einfallen. Also Hoffnung hochhalten und probieren. Das ist übrigens ganz woanders, nicht da, wo ich gesucht hatte. Das ist irgendwo einen Turm hoch, wo noch Platz war. Hust. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich jetzt hochgelaufen war. Aber ja. So, wir suchen den Pickschlüssel, genau. Es hat geklappt. Schaka. Es geht weiter. Auge ist zu, das korrigieren wir noch gerade. Thoralf, Geheimnis entdecken. Ja, machen wir mal Level 3. Äugelchen ist offen. Wir gehen rein. Okay, ich sehe eine Kiste und einen Zombie. Zombie kennen wir noch gar keine, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Okay, ich hatte irgendwann irgendjemandem, glaube ich, mal irgendwas gegen Untote beigebracht. Denke ich mal. Rüstung, Zauberklinge, nee. Das war's nicht. Also kannst du raufklopfen. Schwingelding. So, was kannst du an Sprüchen? Du kannst Klopf, Klopf, das ist das zum Kisten öffnen und so. Scham, Geheimnis entdecken kann er auch und Wunden heilen. Nee, alles sinnvoll, aber jetzt gerade nicht. Dann kannst du raufstoßen. Daryl, was kannst denn du? Blendblitz wird wohl nicht so wirklich helfen. Juckpulver wird den auch nicht jucken. Nee, dann bist du auch da raus. Dann darfst du auch kämpfen. Fenrir, meine Gute. Energiestoß, Frostbeule und Terror. Und die Richtung kennst du. Nein. Dann kannst du uns die Laute erklingen lassen. Schauen wir mal, was so ein Zombie davon hält. Gustav, warst du derjenige, den ich suche? Lähmung heilen, beschleunigen, identifizieren. Kann da noch was danach? Geist heilen? Nee. Geist heilen könnte eventuell gegen Irritation helfen, falls wir das nochmal haben. Und Wunden heilen. Nee, okay, dann mach du uns einfach mal einen Segen Stufe 2. Dann schauen wir bei Thoralf vorbei. Thoralf, die Feuersachen, der kann auch öffnen. Magieschutz, nee, das ist nicht das, was ich suche. Dann habe ich das nur geträumt. Manchmal glaube ich, wir hätten Zauber, die wir dann doch nicht haben. Vielleicht habe ich es nur mal beim Leveln bei irgendjemandem gelesen. Genau, das weiß man nicht. Dann mach mal ein Magiegeschoss. Kannst du mal ordentlich was reinholzen? Stufe 4. Ich habe nämlich Angst vor dem Zombie. Okay, dann Daumen drücken und go. Wir treffen nicht. Nur ein bisschen Magiegeschoss. Getroffen 13 Schaden. Das war schon mal eine Ansage. Laute, er schläft nicht ein. Aber Segen haben wir jetzt. Der hat irgendwie gestunken. Okay, wir sind ziemlich großflächig vergiftet. Das macht mir Angst, vor allem bei Fenrir, die nicht so viele Lebenspunkte hat. Okay, Andrian, du haust drauf. Geralt, hau drauf. Daryl, hau drauf. Ich versuche mit Fenrir nochmal. Vielleicht hat er nur kurz abgewehrt, dass er aber grundsätzlich schon gegen die Laute anfällig ist. Daran kralle ich mich jetzt fest. So, Gustav, mein Guter, du machst bitte Wunden heilen, Stufe, sagen wir mal, 3 auf Fenrir. Der Rest musst du schalten. So, und du machst einen, ja, Energiestoß. 6 auf den Zombie und go. Nee, Schlafen geht scheinbar nicht gegen Zombies. Wow, die Magie hat nicht getroffen. Daryl wirkt hilflos. Na, dem geht's nicht so gut. Und das Vieh stinkt weiter.
macht total spooky Geräusche. Mann, okay. Andrea klopft drauf. Das war halt Gift. Und gegen Gift haben wir nur Tränke dabei. Na gut, dann müsst ihr jetzt erstmal durch. Also dieses Kondition verbessern oder so geht nicht gegen Gift. So, Garrett gibt dein Bestes. Daryl gibt bitte sein Bestes. Ja gut, Fenrir, was kannst du an Sprüchen? Irgendwas, was Sinn macht. Frostbeule, da hat sie relativ viel Mana. Ja gut, dann machen wir eine Frostbeule. Level 6, okay. Gönnen wir uns mal auf den Zombie. Gustav. Gustav, mein Guter, du machst eine Heilung. Zwei auf Fenrir. Und Thoralf macht. Dein Mana ist einfach für die Füße. Ich glaube nicht, dass gegen Gestanken Magieschutz hilft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, dann halt ein Energiestoß Level 4. So, jetzt will ich den sterben sehen. Ja, Daryl ist immer noch schlecht. Das Vieh stinkt wieder. So langsam geht uns das Mana aus. Hätte ich gewusst, dass jetzt so ein starker Gegner kommt, hätte ich vielleicht noch zwei, dreimal geschlafen. Aber ja. Schwingelding stoßen. So, Daryl, bitte diesmal irgendwas tun. Danke. Fenrir. Ja, die Richtung hilft uns jetzt nicht. Dann mach nochmal Frostbeulen der Stufe 4. Gustav. Gustav macht Heilung Stufe 2 auf Gerrit. Und Thoralf. Du hast nur da Mana, wo wir es nicht brauchen. Geschossschutz wird uns jetzt nicht helfen. Dann machen wir ein Magiegeschoss Level 1. Schaka. Das muss reichen. Na super. Mana haben wir jetzt, glaube ich, alle keins mehr. Ja gut, Fenrir, dann ihre Juckpulver-Mandoline hatte ich in die Tasche gesteckt, ne? Dann können wir das im Kampf nicht benutzen. Das ist halt der Nachteil von diesen Taschen, die ja so groß sind, aber da kommt man im Kampf nicht ran. Dann hau halt einfach rauf. Gustav, mach nochmal eine Zweierheilung auf Daryl. Thoralf. Ja, dann mach halt einen Magieschutz, vielleicht hilft's ja. Ach so, auf wen? Mach mal auf Garrett, vielleicht hilft das gegen die Vergiftung. Ich glaub's aber eher nicht. Oh, ist tot. Ich habe schon unser letztes Stündchen schlagen gehört. Okay, Monster. 1113 Erfahrungspunkte. Wow. Okay. Im Turmzimmer sind nach all den Jahren noch die Inhalte eines Bettes, ein Tisch und ein Stuhl erhalten. Auf dem Bett liegen Haare und etwas Verwestes, wohl von der Leiche, die ihr kürzlich zur Ruhe gebettet habt. Das ist schon ein bisschen eklig. Schon ein bisschen eklig. Ja, das haben wir gerade gelesen. So, ich sehe eine Kiste. Ich sehe eine zweite Tür. Wir machen mal eine Runde durchs Zimmer und noch in die andere Richtung. Ja gut, das ist das, was wir gerade gelesen hatten. Okay, dann wenden wir uns der Kiste zu und dann schauen wir nach der Tür. Vielleicht sollten wir auch zuerst mal noch ein Ründchen schlafen, ne? Das gönnen wir uns jetzt mal. So, wir haben wohl geruht, dann machen wir uns an die Kiste.
Wir möchten die öffnen und inspizieren von Fenria. Ah, Bindestriche gibt es auch wirklich als Buchstaben, okay. Also ein Bindestrich, ein A und ein L sind sicher und R, X und H sind fraglich. So, was macht der gute Daryl daraus? Er sagt noch, dass L ist LT. Ich habe so viele Zettel, ich habe das jetzt irgendwo dazwischen geschrieben, da war's. So, der macht noch das T als sicher dazu und das G als fragwürdig. So, dann schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Also wir wollen entschärfen. Fenria. Also der Bindestrich ist notwendig und ALT. Also ist der Entkräftungsstrahl schon mal drin. Da haben wir aber kein fragwürdiges X, H und G drin. Aber ein R wäre drin. So, Energieabzug. ALT haben wir nicht. Okay, dann kann es eigentlich nur der Entkräftungsstrahl sein. Konntest sie nicht entschärfen. Ich würde aber gerne. Ah, okay. Knochenkappe, Wunderkerzen, Niespulver. Okay, Chromschlüssel ist, glaube ich, auch neu. Geht zu Fenria, eine Knochenkappe. Sieht magiermäßig aus. Geht mal bitte zu Thoralf. Eine Wunderkerze? Hat was von einem Zauberstab. Geht auch zu Thoralf und Niespulver, keine Ahnung, alles, was nicht identifizierbar ist, geht zu Thoralf, bitte. So wirklich geholfen hat das jetzt nicht. Kann er die Knochenkappe tragen? Mach mal hinzufügen. Ah, Untote Bannen, das war das mit Untote Bannen, was ich in Erinnerung hatte. Er hat das als Spruchrolle. Egal, pack mal ein und dafür nimmst du bitte heraus die Knochenkappe. Du trägst nämlich, glaube ich, gar keinen Helm. Dann prüf mal die Knochenkappe. Das könnte ein M für Magier sein. Das weiß man nicht. Kannst du das tragen? Stab. Ah, die Ziegenmaske ist auch was, was man tragen kann. Zieh mal die Knochenkappe an. Bei der Ziegenmaske, ich weiß nicht, ob es verfluchte Gegenstände in dem Spiel gibt. Der traue ich nicht so über den Weg. So, dann hätten wir das. Dann hatte ich ja noch die Tür mit den zwei Edelsteinen in der Beschreibung gefunden. Anni, hier haben wir noch eine zweite Tür. Mit Ranken und unser Auge ist zu. Okay, kämpfen vorne, kämpfen, stoßen vorne, kämpfen vorne. Du machst bitte die Laute vorne. Ich hoffe, dass Thoralf einen Feuerball rauskriegt. Gustav, du hilfst vorne. Und du hast genug Mana für einen Feuerball, sehr schön. Ein zweier Feuerball nach hinten und dann könnte der Kampf ganz gut für uns aussehen. Also, da war jetzt nichts drin, wo ich auf Anhieb jetzt gedacht hätte, wow, das will ich haben. Ich muss mal wieder eine Identifizierungssession in der Pause machen. Mal schauen, was die Gegenstände so hergeben. War jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich habe mir jetzt irgendwas erhofft, wo ich denke, ja, damit kommen wir jetzt auf jeden Fall weiter. Aber das Spiel hat Nein gesagt. Na gut. Wenigstens läuft der Kampf ganz gut für uns. Shaka, eine Runde. Hä? Ah! Oh, da ist noch eines nur übrig. Haut die mal bitte um.
Zack und go und umhauen. Dankeschön. So, wir suchen mal. Dann müssen wir nicht extra das Auge anmachen. Nee, ich sehe auch keine Knöpfe. Dann war das eher enttäuschend. So, wir befinden uns auf einem Turm. Und das, wo wir hinwollen, das ist ziemlich weit im Keller. Also gehen wir zuerst mal den Turm wieder runter. Bis auf Weiteres. So, runter. Nee, da geht's nicht mehr runter. Da geht's runter. So, orientieren. Moment. Genau da ist der Brunnen. Dann müssen wir hier so, da so und dann hinten links in den Keller. Genau, das war die Tür. Nee, da geht's hoch. Dann geht's um die Ecke runter. Runter. Und dann müssen wir hier nochmal runter. Genau, und dann kommt nämlich der lange Gang, an den ich mich erinnern konnte, mit diversen anderen Türen. Und die allerletzte ist die mit den Edelsteinen. Ein schwarzer Stahlschädel prangt an der wuchtigen Tür und starrt in den Gang. Die Augenhöhlen liegen so tief, als hätten sie früher ein paar Juwelen gehalten. Und wir hatten ja diesen Dolch mit den beiden Juwelen gefunden. Ich glaube, der residiert bei Thoralf. Königs Tagebuch, Wurfdolch, Wunderkerzen, Niespulver. Wo hatte ich denn den... Ah, der Widerdolch war es, genau. Das war der mit den zwei Edelsteinen. Scheiße. Okay. Da hatte ich mir Hoffnung gemacht, dass wir dort weiterkommen, aber... Spiel hat Nein gesagt. Dann machen wir nochmal das Äuglein an. Und probieren dann nochmal die anderen Türen. Wir haben ja seitdem noch einige Schlüssel dazu bekommen. Alle Hoffnungen dahin. So, wir hatten einen BH. Wir hatten einen Eisenschlüssel. Wir hatten die Chromschlüssel neu bekommen. Wurfdolch, Harmonium, Kupferschlüssel. Die sammeln sich so langsam. Eisenschlüssel. Nein. Komm, einen Schlüssel muss doch jetzt funktionieren. Chrom? Nein. Wir hatten noch irgendwo, glaube ich, noch einen Goldschlüssel. Eisen, Silber hätten wir. Genau, Gold haben wir auch noch und Pik haben wir noch. Der hat sich auch nicht verbraucht. Oder haben wir da jetzt einen von verloren? Das kann auch sein. Ich glaube, da hatten wir zwei. Genau, da haben wir jetzt nur noch einen. Und Gold? Ha! Gold war das Rätselslösung. Wenigstens geht's an einer Ecke weiter. Ha, ein Knöpfchen. Oh. Soll das so mit den... Ich sollte mich vielleicht nicht so viel drehen. Wow. Zwei Hauptmänner. Das wird ein Späßlein. Das wird ein Späßlein. Okay, wie machen wir das? Vor allen Dingen haben wir mal... ich glaube, Thoralf hat mal wieder kein Feuerball-Mana. Okay. Adrian. Haben wir bitte auf so einen Lump. Gerrit Lump. Daryl Lump. Fenrir spielt die Laute bitte für die hinteren Lumpen.
falls die irgendwas Böses können. So, Gustav. Gustav, du machst bitte Sprüche, Segen. Da kannst du mal richtig was rauskloppen. Und dann Thoralf, was hast du? Ich hätte gern ja, einen kleinen Feuerball, kann er machen. Dann mach den bitte auf die hinteren Lumpen. Ich hoffe, die Hauptmänner können nicht Fernkampf oder so. Wenigstens schlafen ein paar Lumpen. Man sollte nicht rechts, links und dann überlegen machen, sondern man sollte sich möglichst wenig bewegen. Oh mein Gott. So, ein Lump hat sich ausgelumpt. Noch ein Lump. Au. Oh, irgendwas hat ein Dolch nach Thoralf geworfen. Das ist unschön. So, Feuerball. Irgendwie umsortiert. Ja. Das wird gut. Oh, wirklich gelichtet haben sich die Reihen nicht. So, der Hauptmann steht jetzt vorne. Okay, dann haut mal bitte den Hauptmann um. Hauptmann. So, Fenrir macht bitte die Laute für die drei Lumpen hinten dran. Ich hoffe, die vier Lumpen ganz hinten können uns nichts tun. Okay, Gustav, du machst eine klitzekleine Heilung auf Thoralf. Und du machst bitte einen Magiegeschoss mit viel, viel Bums dahinter auf diesen Hauptmann und go. Oh mein Gott. Ihr seid viele. So, 16 Schaden hat der Hauptmann in die Fresse bekommen. Aber es hat nicht gereicht. Sehr schön, kritischer Treffer. Und der Hauptmann ist tot. So, einen Hauptmann haben wir weniger. So, die Gegner haben sich nochmal durchgemischt. Dann... Geht mal bitte auf die Lumpen. Fenrir. Du machst die Laute auf den Hauptmann. Gustav kämpft mit auf die Lumpen. Und Thoralf. Ja gut, machen Geschossschutz macht ja irgendwie schon ein bisschen Sinn, weil wir ja auch einen Wurfdolch irgendwie abbekommen hatten. Au. So, der verbliebene Hauptmann knackt vor sich hin. Vielleicht muss ich einfach mal 3-4 Mal mit Thoralf halt eine Nacht verbringen, damit er wieder vernünftig Mana hat. Und vielleicht noch ein bisschen leveln, damit er noch
ja, seine Skills halt übt. Damit unser Leben etwas leichter wird. So, einen Hauptmann haben wir noch und ein paar Lupen. So, dann macht ihr mal Dinge mit dem Hauptmann. Daryl Hauptmann. Fenrir macht dann bitte die Laute für die Lumpis. Du kämpfst mit auf den Hauptmann. Und du bist eigentlich, ja, sinnlos. Geh du auf die Lumpen. So. So, der Hauptmann ist tot. Und die Lumpen schlafen. So. Dann macht die schlafenden Lumpen jetzt bitte tot. Wow, Magiegeschoss mit einem Schaden. Mhm. So, die drei Lümpchen schaffen wir jetzt. Machen trotzdem nochmal die Laute. Gustav kämpft, du parierst und go. Einer weniger. Zwei noch übrig. So, und nach dem Kampf werden wir uns konzentriert nach links wenden und nicht nochmal hin und her gucken. Das ist versprochen. Und vielleicht sollten wir auch noch schlafen. 1076. Terrorschriftrolle, Blendenpulver. Ja, die Schriftrolle geht zu Thoralf, Blendenpulver von mir aus auch. So. Sag ich, so, wir drehen uns nach links und gehen geradeaus. Und da ist nichts. Dann gehen wir geradeaus. Und die, ah, da ist ein Knöpfchen. Jetzt haben wir schon zwei Schalter gedrückt. Hä? Ich glaube, da ging es vorher nicht. Nee, doch, da ging es vorher weiter. Was auch. Ah! Wo kommt das Loch jetzt her? Oh, wieder eine Begegnung. Ja, Giftschleim. Ich komme mit dem Schleimchen schon klar und schicke euch in die Pause. Bis gleich.